Ich bin Veganerin und ich mag basically nur wenige Gemüsesorten, aber dieses Gericht ist perfekt dafür. Brokkoli und Blumenkohl finde ich nicht so geil, aber in dieser Soße ist es ultra lecker und so cremig. Und man hat gleichzeitig noch viele Nährstoffe und Vitamine in einem geilen Pasta-Rezept. Und zwar geben wir dafür nur das gekochte Gemüse. Man kann da zum Beispiel auch noch Champignons oder Paprika nehmen, zusammen mit Frischkäse und Gemüsebrühe in einen Mixer. Das Ganze ist so ein bisschen Freestyle-mäßig, je nachdem, was man für Gemüse da reinmacht. Fangt einfach mit wenig Flüssigkeit an und dann schaut, bis ihr die gewünschte Konsistenz habt, so wie hier. Schaut mal, wie geil das aussieht. Noch ein bisschen veganen Käse dazu und schon habt ihr ein richtig geiles Gericht mit viel Greens für Leute, die kein Gemüse mögen.